So, Michaelas erster Flug überhaupt mit Warthunder. Mal sehen, ob sie es begriffen hat. Ist ja sehr viel Vertrauen in mich. Wo war das jetzt, der Start? Und ja, und natürlich erstmal den Tracker einschalten. Eigentlich schon. Hörst du ihn? Nee, läuft nicht. Ach so, dann ist er nicht aktiv. Du bist nicht auf dem, auf dem Spiel. Jetzt bist du auf dem Spiel. Jetzt ist die Eingabe da. War die Eingabe aber nicht, war noch auf dem Aufzeichnungsding. Okay. Gut, wir machen es ein bisschen lauter. Dann wollen wir mal sehen. Fahrwerk rein. Hier oben in der Mitte. Okay. Ziemlich weg. Ist ja nur auf 60%. Also kannst du noch mehr geben, aber 70 ist einfach sonst bist du zu schnell, weißt du? Ich bin nur gerade an der Seite rausgucken, weil irgendwo da sollte der Ja, laut der Karte da stehen. ist er, da unter dir ist er. Da ist er, nee, da warst du schon drauf. Links, da ist er irgendwo da. Nee, ich habe zum Glück die Orientierung nicht verloren. Nee, ich müsste jetzt genau drüber sein. Ja, ich muss gleich meine Kurve drehen. Ja, fangen wir erstmal. Das war jetzt ein bisschen gut gemeint, die Kurve. Ah, da ist es. Oh, ich bin hoch, zu tief. Das Auto fast getroffen mit dem Flugzeug. Ja, das ist schon nicht schlecht. Jetzt mit dem Auto nach Hause fahren. Das ist schon nicht schlecht, aber das war schon. Achso, wir sind wieder zurück. Dann haben wir wieder Testflug. Lalala, Testflug. Zack, zack. Und mal sehen. Er ist noch an und ist er noch zentriert? Wenn nicht, dann muss er ihn nochmal neu zentrieren. Beim Start geben, wie gesagt, ein bisschen drücken, damit du die Nase nach unten bringst. So, weil jetzt, ab jetzt kannst du ihn vorsichtig ein bisschen drücken. Also, kommt noch nicht, aber kommt gleich. Du merkst das dann, wie dann der Schwanz sich sozusagen hebt. Naja, ist gut. Ist sehr gut. Hervorragend. Jetzt ist der Schwanz hoch, wunderbar. Du kommst 130, 140. Ich würde jetzt die Farbe mal einziehen, das ist nicht sicher.
Gleich mal ein bisschen Praxiserfahrung von meinen Shadowrun, von meinen einen Shadowrun-Charakter sammeln. Ja, ist auch so für deine Regeln, ja? Mhm. Ja, da ist die genau, denk mal, die Erde. Dachte ich, mach Kamikaze-Angriff. Also ich würde von oben, so ungefähr 30 Grad von oben reingehen. Aber das hast du schon alles sehr gut gemacht. Also das ist nicht so einfach, was du machst. Das ist, also hab jetzt nicht das Gefühl, dass du ich meine, das ist amüsant zu tun. Das ist sehr schön, das ist amüsiert. Achso. Ach, lass mich rein. Das war's, ne? Ja, da ist er. Ja, dann heißt immer meistens mal Stoppelfeld im Weg. Was ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Ja, aber jetzt weiß ich immerhin, wo ich hinfliegen muss. Wir kreisen das Ziel ein. Sehr, sehr viel Vertrauen in mich. Hoch, 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 hoch. Ich erspare uns mal die Explosion, weil dann muss ich wieder. Schaffen wir. Also, wenn du tot bist, dann muss man praktisch die Dings wieder neu machen. Genau.
das mit dem Starten kriegst du jetzt schon ganz gut hin. Das ist schon ganz gut. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, also erstmal in der Luft bleiben, ne? Ja, aber ich dachte, ich fang diesmal gleich mal von der Seite an. Ich jetzt gerade noch nicht. Ah, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Ja, immerhin nicht abgestürzt, also. Wie war das wieder? Versicherungssumme? Versicherungssumme, ich hab den, seine Frau und Kinder als Geisel und, ich bin sehr glücklich, dass das gesagt hat. Ja, es geht auch nichts über gute Argumente, ne? So, wo ist er denn jetzt? Das auch von einem Versicherungsmenschen bezahlt? In der Tat hat er irgendwie eigentlich dafür gestimmt, dass wir keine Mission bekommen. Weil er auch mit Hinsatz versichert. Aber ich habe ihm gesagt, Michaela. Soll der ist ein Autoversicherer auch noch? Ja, aber ich habe ihm gesagt, Michaela fliegt, macht ja keine Mission.
Alles klar. Oh, das war ein bisschen viel. Aber nicht abgestürzt, also. Das wäre jetzt passiert, sonst hätten wir jetzt keinen mehr. Ah, du machst das automatisch, dass du irgendwie, wenn du anfliegst, sozusagen Motorleistung wegnimmst, wenn du rausfliegst, dass du automatisch Motorleistung fliegst, das ist gut. Das ist genau so, was du machen kannst. Genau richtig. Das heißt, die Energie rausnehmen, wenn man anfliegt und danach wieder den Du fliegst jetzt gerade 130 Sachen, du bist also nahe am Stall. Das merkst du auch, dass das nicht jetzt schwerer wird, dich zu denken und schwer in der Luft zu halten. Das ist zwar auch ein Anliegen, weil du nicht gefahren bist. Das ist russisches Fliegen. So haben die Russen ihre Piloten ausgebildet. Hier ist ein Flugzeug, da gibst du Gas. Wir haben irgendwie unser Fluglehrer ist gerade an der Front. Du schaffst das schon. Aber bring das Flugzeug halt. Ah, mach dir keine Sorge wegen dem Flugzeug. Das ist ein altes Ding. Wenn das Schrott ist. In der Tat ist das Flugzeug schon vor zwei oder dreimal geschrottet worden. Was sieht? Nee. Aber schön den Acker drumherum umgegraben. Nee, das ist schon ganz gut, ja, ja. Ich würde auch sagen, wenn ich jetzt im Wagen sitzen würde, dann würde ich jetzt ganz gemütlich in den Tee lesen und sagen. Abwarten und Tee trinken? Ja, ich würde sagen, es wird schon irgendwann passieren, dass hier meine Kugel einschlägt, weil ich mir jetzt irgendwie so spontan nicht so viel Sorgen darum. Obwohl ich sag das so gleich nicht. Ah, ist zu schnell. Ja, ich bin mir gleich schon drüber. Was wird denn jetzt? Ah, da. Nee, Baum. Ja, das war aber der Anflug war gut. Gleich weiter am nächsten Anflug. Der Anflug war gut. Space Speed geben. Ich vergesse es nicht. Wie ist das? Über keinen Segelflieger? Habe ich schon.
den ruhig zu halten, ne? Ist überhaupt noch was übrig von dem? Huch. Ich glaube ja, ist ja, ist ja so, wenn er explodiert, dann ist es. Ist eine kleine Explosion. Aber er ist auf der Karte auch nicht mehr drauf. Ist weg, du hast ihn erledigt. Okay, dann zurück zur Landebahn und landen. Ich weiß nicht, wann ihn erledigt. Das muss gewesen sein, dass ich einen Tee gebogen habe. Oder habe ich welche Hacks benutzt? Ja, ich bin Technomancer. Obwohl, dann können wir gleich das Brückenfliegen ja bei der Gelegenheit nochmal machen. Ja, ich brauche jetzt meine Pause. Okay. Ah, sehr schön.